zurück zur Tanzrichtung. Mit Verlockung haben wir es geübt. Wichtig hier ist, wenn wir nicht von den Frauen verlangen, müssen wir gut achten, dass die Linie von unserem Körper stimmt. Wenn wir das Gewicht hier von den Frauen verlangen, dass wir die Frau Freiheit geben, damit sie ihr Gewicht verlangt. Dann würden wir das mit dem rausgehen. Dann liegt das Gleiche für uns wieder frontal bleiben vor dem Herrn. Wichtig ist, dass wir unser Spielbein bewegen, ohne unser komplettes Körpergewicht mitzunehmen. Das heißt, das Erste, was passiert, ist Strecken am Platz. Wichtig auch bei dem Vorwärtsschritt, erst strecken, bevor der Herr unser Gewicht verlagert. Wir haben eine kleine Platzierung angeschaut, die sich wunderbar eignet für diesen Milongero-Schritt. Versuchen wir, die Knöchel zur Innenseite zu nehmen und das Bein, also das, den Fuß, leicht hochzunehmen. Das gibt eine ganz raffinierte Platzierung, die wir wunderbar bei markanter Musik einsetzen können.